5 packendsten YouTuber-Produkte. Herzlich willkommen zu den Top 5 der packendsten YouTuber-Produkte. Mensch, da wird eine Menge Sauerei dabei sein. Wir freuen uns sehr drauf. See you later, Alligator. Platz 5. Juice Journey von Julian Bam. Sind wir mal ehrlich, es gibt nichts, was Julian Bam nicht kann. Außer vielleicht nichts können. Cool, Nasenbluten. Auch im Gaming-App-Bereich startete der nimmermüde Massenbegeisterer mit seinem eigenen Pixel-Abenteuer richtig durch. Wir gönnen es Julian Bam von ganzem Herzen und... Schwachsinn. Warum kann der eigentlich alles und wir nix? Menno. Hab ich ja fast mein Kaugummi runtergeschluckt, was? Also ich muss direkt sagen, wo ist mein Handy? Mein Popsocket ist das beste YouTube-Produkt. Das Handy fällt nicht mehr runter und mega günstig. Das ist das Spiel, ne? Platz Nummer 5, Juice Journey, eine Spiele-App. Hab ich noch nie gehört. Was hast was du denn da rausgesucht? Mann anfasst, das ist natürlich sahnemäßig geil. Ich glaube, das ist das Einzige, wo noch ein YouTuber hintersteht, der ein bisschen Vernunft hat. Hab ich noch nie gespielt. Was war das? Das ist ein Jump'n'Run. Jump'n'Run. Ja, Dinge, die du nicht kannst. Ich bin ja damals von diesem Warner's Game, was OG gemacht hat, und hat damit auch richtig Geld eingesammelt und dann irgendwie so den Investoren gesagt und dann so, ach nee, ich mach nicht mehr, ich hab keinen Bock. Ju habe ich nie gespielt, aber das war scheiße, das andere. Ich hab's nicht gespielt. Ich auch nicht. Ich besitze gar kein iPhone. Ich besitze iPhone oder Samsung oder... Samsung. Ich schreibe ganz normal Briefe und mach Flaschenpost. Deswegen lernst du auch keine Frau kennen, weil Flaschenpost, da meldet sich keiner. Ich warte noch. Bis jetzt haben sich bei mir nur Wale gemeldet. Ich habe gar nicht wirklich mitbekommen, dass es das gab und auch nicht, dass es rausgekommen ist. Ich habe nur bei ihm zu Hause mal so ein Plakat gesehen mit so, keine Ahnung, Grafiken von dem Spiel und das sah ziemlich cool aus. Ein schlechter Platz Nummer 5 hätte auch gut der Platz 6 sein können. Platz 4. Dagis eigene Kosmetikreihe. YouTube-Starlet Dagi B ist vieles. Influencerin, Red Carpet Queen und Vorbild einer verweichlichten, likegeilen Generation. Trotzdem ist Queen Bee hinter Bibis Beauty Palace nur auf Platz 2 der erfolgreichsten YouTube-Girls Deutschlands, weshalb sie 2016 von ihrem Ehrgeiz gepackt selbst eine Beauty-Linie auf den Markt schmiss. Der bilueske Erfolg blieb leider aus. Hey, aber mach dir nichts draus, Dagi, man kann ja nicht alles können. Dagis eigene Kosmetikreihe finde ich schon sehr geil. Für untenrum. Ist sie schon raus? Dagi hat nicht nur ihre Mode mit dem komischen Blitzen und Pfeilen, die an Symbole des Dritten Reiches erinnern, sondern sie hat auch mal eine Kosmetikreihe rausgebracht. Und das war Nagellack und Spray, Körperspray. Körper, Body Spray, aber irgendwie gehört man nichts mehr von. Dieser Nagellack, den sie rausgebracht hat, dieser rosa, ne? Das ist mein absoluter Lieblingsnagellack. Ich benutze den andauernd, der hält mega gut und ich finde den richtig toll. Man muss ganz ehrlich sagen, überleg mal, wie damals wir älteren Kenntnis Uschi Glas ausgelacht haben, weil die eine Hautcreme hatte. Ja, was soll ich dazu sagen? Nie benutzt, nie gesehen, nie beim Laden entdeckt. Also sicher so schnell ausverkauft, dass ich es nicht mitgekriegt habe. War sicher super. Dagi macht nur gute Sachen. Die Sachen gibt's nicht mehr. Das ist kacke. Da muss ich richtig sparsam mit diesem Nagellack sein. Dagi, bitte, mach nochmal. Nur den rosa Nagellack, der war so toll. Ja, für mich ein ganz klarer Flop. Nervig. Oder welchen? Nervig, ne, sind wir heute. Packend. Packend. Platz 3. Bilou. Handgerührt von Bibis Beauty Palace. War die stinkende Kernseife bis vor ein paar Jahrzehnten nicht aus den Nachkriegsbadezimmern dieser Nation wegzudenken, hat mittlerweile eine zarte Schaumkollektion diesen prominenten Platz eingenommen. Die Rede ist natürlich von Bilou, Bibis zuckersüßer Pflegeserie. Mein Bäuchlein spricht mit mir. Wow, eklig. Und auch wenn die Gerüche vielleicht so unnatürlich sind wie Bibis YouTube-Präsenz, gehört Bilou ohne Frage zu den erfolgreichsten Influencer-Produkten ever. Ever, ever. Bilou ist nur Platz 3. Was soll denn auf Platz 1 sein, wenn Bilou auf 3 ist? Nur auf Platz 3? Oh, muss ich das Produkt noch durchkauen. Kauen. Dieses Bilou von Bibi, das finde ich voll inspirierend tatsächlich. Es gab nicht schon YouTuber, die da drin gebadet haben, die es gegessen haben. Eingeführt hat sich, glaube ich, noch keiner. Mal sehen, wer das macht. Ich habe auch einige davon zu Hause stehen, weil wir die immer auf Fantreffen bekommen. Und ich benutze die teilweise auch einfach so zum Duschen.
Platz 3, völlig verdient, ganz klar. Auf dem Treppchen, da gehört die Bibi hin, die ist nämlich ziemlich klein. Und wenn sie Julienko mal in die Augen gucken will, dann muss sie sich auf dem Treppchen stellen. Ich hab's noch nie benutzt, muss ich sagen. Ich fand dann auch irgendwann die ganzen Videos nervig, muss ich sagen. Die Frau ist mittlerweile durch das Produkt Millionärin geworden. Mhm. Und die geht richtig steil. Aber ich frag mich, das riecht ja so krass, wie viel Chemie da drin sein muss. Benutzt du denn irgendwas von diesen Produkten? Von Bilou? Ja. Von ihrer Reihe? Nein, nein! Ist das denn für Mädel gemacht? Ja. Oh, das ging mir auf den Sack, aber ja, die macht damit, glaube ich, richtig Geld. Ich glaube auch Bibi und Julienko, die haben Sixpack vom Lachen beim Geldzählen so. Wieso findest du das nicht männlich, nach Cheesecake zu riechen? Ist das nicht männlich genug? Was ist denn männlich, hä? Moschus! Achselschweiß! Platz 2. Lions Löwenkind. Es ist egal, was Leute sagen oder lästern, denn mein Doppelkinn ist besser als der Rest, Mann. Ja, ja, schon gut. Zu diesem ganz besonderen YouTuber-Produkt wurde in den vergangenen Jahren wohl jeder noch so platte Witz gemacht. Was ist schwarz und weiß und sitzt auf der Schaukel? Ein Schwinguin. Aus diesem Grund ersparen wir euch an dieser Stelle ein seelenlos gezündetes Gag-Feuerwerk und teilen stattdessen eine wohltuende Erkenntnis mit euch. Schlimmer wird's nicht. Nie mehr. Versprochen. Oh, das Löwenkind. Das ist doch jetzt außer Konkurrenz hier. Au, das war echt, damit hat er sich keinen Gefallen getan. Das gilt nicht, Leute, das gilt nicht. Zumindest war er irrelevanter als ich. Ja, Lions Löwenkind, wirklich. Da müssen wir gar nicht dran drüber reden, das war unglaublich schlecht, unhörbar. War das packend? Wer ihn dazu geraten hat, gehört von Scheiterhaufen. Was ist wieso aus der ganzen Gang geworden? Was macht ein KF? Lebt der noch? Und Tison? Die leben noch, okay. Hat mich aber auf die negative Art und Weise gepackt, weil es wirklich so unglaublich beschissen war. Ich war bei ihm auf der Tour und habe gesehen, wie er das gemacht hat und wie er da performt hat und das war cool. Alle haben ihn fertig gemacht, den armen Lion. Also ich kauf's mir jetzt nochmal bei Amazon, einfach um ihn zu supporten. Ich brauche keine Musik und ich brauche jetzt recht kein Löwenkind, okay? Arschloch. Platz 1. Shirin Davids Duftklassiker, created by the community. Ihr seid ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Ganzen. Achso. Fangirls und Boys sind für jeden YouTube-Star das größte Glück auf Erden. Lassen wir gut bezahlte Product Placements mal außen vor. Leider ist das Fansein eine emotional stressige Berufung, die mit strengen Schweißgerüchen einhergeht. Die stinken wie die Sau. Das kannst du keinem antun. Die stinken untenrum wie die Sau. Und dann gehst du in die Dusche, da kommt dir ein Mock hoch, Alter. Uah, da kriegst du voll die Breschreiz. Besonders ärgerlich, wenn Fans ihren Idolen die mittlerweile gängige Frage nach einer Umarmung stellen. Shirin David kreierte die gut riechende Lösung, ein Parfüm von Fans für Fans. Ja, Platz 1! Was nehme ich los? Ja, Platz 1! Stimmt. Shirin hat ja, hab ich nicht einmal dran gerochen. Aber Shirin riecht immer gut. Created by the community, das ist eine Mischung aus Schweiß, Scheiß und Tränen anscheinend. Shirin Davids Parfüm riecht zuckersüß, wie sie natürlich auch selbst ist. Und ist immer ein Hauch von Nougat-Creme. Ist immer ein Hauch von Nougat-Creme. Das letzte Mal, als ich hier bei euch im Studio war, habt ihr mir das geschenkt, weil ich es vorher nicht kannte. Und ich trage es tatsächlich gerade. Ich war richtig begeistert davon. Lief das gut oder schlecht? Es lief richtig gut. Jetzt bist du aber albern, ne? Jetzt kann ich nicht mehr arbeiten. Es ist so süßlich, aber auch irgendwie herzhaft. Es ist einfach lecker. Alles gut? Nougat-Creme. Was soll daran witzig sein? Die Aussprache natürlich. Überleg mal, wahrscheinlich hat sie irgendein Parfüm genommen, einfach eine andere Verpackung, fertig. Die ist so pfiffig. Ich würde mich wirklich interessieren, ob das von denen selber gemacht worden ist oder ob die einfach nur ihren Namen draufstempeln lassen. Verdienter Platz Nummer 1, definitiv. So, welche Produkte würdet ihr euch am liebsten in die Glasvitrine eurer Eltern stellen? Schreibt in die Kommentare. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Wir gehen jetzt unsere eigenen Melonen anpflanzen, oder?